Na, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Quorn. Im letzten Part haben wir uns hier im Tempel umgesehen. Ich weiß gar nicht, wo ich hier eigentlich hin muss. Das ist mir aufgefallen, man kann hier auch den Untergrund bzw. den Keller hier sehen. Das habe ich irgendwie übersehen gehabt beim letzten Mal, bzw. bei der Endphase. Wo wir auch hier in die Haupthalle konnten, wo wir hier jetzt natürlich nicht reinkommen können. Ich meine, ich kann es auch mal probieren. Das wäre irgendwie der logischste Weg, meiner Meinung nach. Na gut. Ich meine, es ist so ein bisschen was anderes als bei der Endphase, nachdem der Priester hier auch noch im Leben ist. Vielleicht kommen wir hier doch durch. Die Tür ist offen. Ja, auf einmal ist die Tür doch offen. Hauptgebäude. Ja. Bin ich gerade hier rüber gelaufen? Egal. Ist so überall und nirgends. Wie ich es gerade gesagt habe, überall und nirgends. Okay, wow. Okay, das ist jetzt auch keine große Herausforderung. Moment, war hier nicht die Butterstadt, die irgendeinen Medizinbeutel oder so verlangt hat? Den haben wir natürlich nicht. Okay. Gut. So, Frage, wo wir da überhaupt weiterkommen. Na, scheinbar kommen wir doch weiter. Okay. Ah ja, wenn es so auch geht. Ja, falsch. Ah, das ist mir auch aufgefallen. Beziehungsweise habe ich mich daran erinnert. Wir waren ja schon in der Yin-Phase hier. Und eigentlich ist das hier ein Fehler von der Kartensetzung. Weil wir sind nicht hier, sondern wir sind eigentlich hier im Keller. Beziehungsweise es knüpft natürlich an die Karte hier an. Aber eigentlich sind wir immer noch auf der Karte hier. Wodurch es ein bisschen, ja, komisch gemacht ist. Ah, na gut. Gehen wir mal hier weiter. Und hier ist wieder die Leiche von Astrologen. Und ein gelber Stofffetzen mit Blut beschriebener gelber Stofffetzen. Das ist der Futterplatz. Du bist auch von den Zwillingen hier eingeladen worden. Die Futterware wird bald hier sein. Sie ist kein Mensch mehr. Geh zurück, wenn dir dein Leben lieb ist. Okay, danke für die Warnung oder so. Und ein Becher.
Exerzierfächer. Blaufächer mit Schutz vom Wassergeist. Und der ist auch stark. Okay. Also wahrscheinlich. Ich hab gar nicht mehr, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war ein Eisdolch oder so. Ich glaube, das sollte das Dingenfächer sein. Eindeutig, nachdem es den Eiseffekt hat. Hier komme ich nicht weiter. Ich höre auch schon wieder das Lied und das Lied ist ja meistens nichts Gutes. Das ist eine Theorie. Weil wenn die zwei hier rumlaufen und dann auch noch ein Gegner kommt. Ja, das ist gar nicht gut. Jetzt treffe ich den Gegner nicht. Treffe ich die Gegner schon nicht? Ne, ich treffe ihn gerade gar nicht. Ich höre ihn zwar hier rumkriechen, aber ich treffe ihn scheinbar nicht. Ja, wo ist der Gegner? Ist doch nicht. Ah, kriegt hier gegen die Wand. Okay. Das waren ein paar Karten, die ich verschwendet habe. Aber ich wäre sonst hier wahrscheinlich nicht vorbeigekommen. Bisschen Heilung. Zwar nicht viel, aber ein bisschen was. Dann sollten wir vielleicht wieder zwei Treffer aushalten. Okay. Da ist scheinbar nichts gestorben. Oh, bitte kein Bosskampf. Das wäre jetzt nicht gut. Ich glaube nicht, dass wir so viel Heilung haben. Beziehungsweise Ausrüstung, Karten. Ja, ich mache noch den Feuerball. Das Kampf? Nicht? Auch okay. Vielleicht ja doch. Yep, 31 Bosskampf. Moment, bitte einmal eine Kunst-Tabelle hier.
Jetzt direkt irgendwas. Ich habe nicht so viel Heilung. Ja, sie ist erledigt. Gut, was ist. Was ist jetzt Lady Fujiwara? Liegt durch ins Körper. Um zu erkennen. Er tröstet etwas. Heiliges Tuch Saturn. Okay. Und Dojin-Schrift. Band 3. Blutbeschwatztes Dokument. Geschrieben von Dojin. Ich glaube nicht, dass der Hof noch weiter untersucht werden muss. Außerdem bin ich schon satt. Und ich habe gehört, dass du zum Tempel kommst, wenn du den Bergpfad hinter dem Westtor nimmst. Wenn ich dorthin gehe, bekomme ich vielleicht ein paar neue Informationen. Das Westtor ist verschlossen mit dem Siegel Saturn. Wie sollen wir weitermachen? Yay, Moment, Saturn. Was ist das sechste Siegel? Westtor, Westtor, Westtor. Ja, das ist das sechste Siegel. Oh, das heißt, wir kommen auch hier unten weiter, theoretisch. Dann gehe ich das, oder? Gehe ich zum Westtor? Wir sollten eigentlich zum Westtor, aber ich gehe jetzt trotzdem in den Untergrund. Oh, ich komme nicht mehr in den Untergrund. Gut, hat sich das erledigt. Aber ich glaube schon, was das Lady Uchiwara war. Ich meine, Korea war ja zu dem Zeitpunkt schon mit Utsuki verschmolzen, also. Theoretisch, praktisch, ich habe keine Ahnung. Priester scheint noch am Leben zu sein. Noch. Zumindest spricht er immer noch sein Gebet. Mal schauen. Ob es denen noch gut geht oder der schon. Nee, er ist doch immer. Genauso wie vor im guten Zustand. Noch nicht kurz vorm Verwesen. Oder sterben. Keine Ahnung. Ah, na gut, ja. Wir müssen zum Westtor, haben wir keine andere Chance. Ne, die Tür vorne kann ich wahrscheinlich nicht nehmen. Würde mich zumindest woanders. Nehmen wir, gehe ich hier in den Keller. Ah, da kommt man theoretisch durch, wenn hier nicht alles eingestürzt wäre. Dann könnte man noch mal in den Untergrund. Aber interessant, dass wir wirklich ein Saturntuch bekommen. Leute, einmal nach oben klettern. Ich dachte eigentlich, dann kommen wir erst irgendwann später oder so. Eben. Ja, okay. Das ist der einzige Weg, den wir noch haben, also. Ja. Musste wohl so kommen.
Speichern. Dann. Das ist nicht gut. Okay, jetzt habe ich Anschlagen ausgehalten. Wir sind noch mehrere Nähen, oder? Das hat sich gerade so angehört. Ich meine, ich muss mich ja nicht mit denen abmühen. Und jetzt halt wieder ein bisschen besser dastehen. Meine ich. Mir fehlt trotzdem so eine Art Lebensbalken oder so. Wenn ich wenigstens irgendwie das nachvollziehen kann, wie viel Leben ich jetzt da, wie viele Treffer ich aushalten kann. Ist jetzt hier bei der Quelle eigentlich? Nee. In der Endphase war ja da auch so eine Kiste. So eine Weidentruhe. Hier in der Young-Phase nicht. Komisch. Aber gut, wir hatten ja auch eine andere Sequenz mit Utsuki, die wir in der Young-Phase nicht hatten. Also selbst wenn vieles gleich ist. Auch von den Wegen und den Schauplätzen her. Ist trotzdem noch immer ein Unterschied. Dann bin ich jetzt gespannt, was uns hin zum Westtor erwartet. Weil da waren wir gar nicht. Tja. Oh, na gut. Natürlich ist hier direkt ein Gegner, was noch sonst? Wäre ja langweilig, wenn hier kein Gegner wäre. So. Erledigt. Hast du vielleicht noch irgendein Highlight für mich? Nö, natürlich nicht. Wäre ja auch zu freundlich gewesen. Okay. Dann mal schauen, was uns hier hinter erwartet. Das ist natürlich Westtor. Interessant. Das finde ich spannend. Auf der einen Seite war das Saturn-Siegel und hier ist das Erde-Siegel. Das ist spannend. Heißt, von der Seite hätte man schon viel früher durch. Und. Na gut. Gehen wir mal zum Pfad. Im Süden. Okay, ich sehe zwei Medizinbeutel. Die nehme ich gern. Habe ich gar nichts dagegen.
Und zwei Schiffe. Ich auch gern. Ja, wir haben ja auch direkt einen Speicherplatz. Jetzt gehen wir in Korea. It's good to see you. We're about ready to climb the mountain to visit the shrine. Oh, this is my sister, Korea. I'm pleased to meet you. I'm sorry if I've caused you any trouble. No, not really. Hey, there's something you should know, Doriel. I'm aware of the dangers that lie ahead of us. But it's the only path, isn't it? The sacred ropes are tied at both sides of the gate, so we can't open it. It's been so long. We haven't seen the outside world. Except for this forsaken path, connecting the manor to the shrine. Utsuki, why don't we go to the shrine? Perhaps we'll find some answers there. Well, what do you think? Shall we go then? What about your father? Still, he said his investigation is still incomplete. Very well. Let's go together. I will lead the way. Take up the rear guard behind the girls. Okay. Schön, dass hier noch mal ein paar neue Szenen sind. Es ist trotzdem leicht verwirrend. Na gut, ja. Oder war das doch vielleicht? Nee, das müsste Korea gewesen sein, nachdem sie, also diejenige, die Ayako angegriffen hat, müsste Korea sein und nicht die Mutter. Hätte ich jetzt eigentlich geschätzt. Okay. Gehen wir denen mal nach. Beziehungsweise, bevor ich jetzt hier weitergehe, werde ich den Part an dieser Stelle auch schon beenden. Ich danke euch, um was zu sehen. Lasst eine Wertung da, was euch gefallen hat. Wenn nicht, so sollt, könnt ihr euch gerne ein Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Kuon wieder. Ciao.